Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Oh, perfekt. Ich habe mich gerade nach Fort Hagen hin teleportiert, wo wir ja stehen geblieben sind. Mein Gott, die Augen. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere Offscreen, also Offroad-Abenteuer beendet und ich habe gesagt, wir machen weiter bei Fort Hagen. Was machst du hier? Egal. Ja, machen wir weiter. In der Story ausgehen hat sich jetzt, glaube ich, nicht viel getan. Und sehen wir da schon so einen Sturm. Zum Glück gehen wir jetzt irgendwo rein, oder? Wir müssen ja noch Spuren von unserem Sohn finden. Der irgendwo hier ist, weil Dogmeat hat uns ja hier hingeführt. Also, guck mal. Ich habe übrigens mal die Lasermuskete wieder mitgenommen. Die ein bisschen verbessert und hoffe, die tut jetzt ein bisschen mehr Schaden anrichten. Ne? Ja, gut, okay. Ich glaube, wir müssen irgendwo runter, ne? Oder hier. Ja. Ich hoffe, die bringt euch. Ich hätte ein besseres Visier anbringen sollen, wenn ich da die Möglichkeit hatte. Ich glaube, hatte ich aber nicht, ne? Fort Hagen. Der sagt mir aber nicht, dass ich da rein soll. Ich habe eine Quest. Finde einen Weg hinein nach Fort Hagen. Ja, da drinne. Komm mit, Nick Valentine. Tu mal natürlich auch mitnehmen, ne? Okay. Ich dachte schon, ich muss ja mal auf den PC gucken, um zu gucken, ob alles noch läuft. Nach 2 Minuten. Das ist Part 40, oder? Durchsuche Fort Hagen. Okay. Zugekettet. Bewegung entdeckt. Seltsam. Okay. Sind schon mal Leute. Komischerweise habe ich nicht mehr so viel Platz in meinem Inventar. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß nicht mal, wieso ich so wenig Platz habe. Ich habe Seltsam, eigentlich. offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Okay, ich habe den Raketenwerfer und jetzt die Lasermuskete und all sowas Seltsame dabei. weltweite Präsenz. Aber trotzdem. Hier los. Die Empfindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig neu eingestellt werden. Oh, ein Roboter, sehr gut. Hallo? Ehrlich, das war kein. Okay, so viel macht die jetzt nicht Schaden. Schade. Ich dachte. Ah, andere Waffe. So. Weiß gar nicht, ob ich. Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Ich habe die Waffe erreicht. Weiß jetzt nicht. Ich mache es einfach hier. Ich kann angegriffen werden, okay. Ja, Steampack. Ja, mach die Tür noch auf. So. Fall um. Gut. Oh, da kommt sogar einer. Ich wollte eigentlich eine Splittergranate werfen, weil von denen habe ich ganz viele. Muss irgendwie mein Gewicht loswerden. Rüstert. Der guckt so was. Was? Ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Ja, gleich kann ich den Roboter nicht mehr gebrauchen, wenn schon alles weg ist. Okay, machen wir mal. Range. 0 Treffer. Zorts. 0 Treffer. Was? Nein. Kann auch nicht. Kann auch nicht. Kann auch nicht. Was? Hier. Level, oder? Geschafft. Ja.
Standard. Da helfe er mir in diesem Kampf. Perfekt, genau, will ich. Schon wieder Kelloggs. Was haben denn Cornflakes hiermit zu tun? Ah. Was? Ich würde da so gerne eine Granate durchwerfen, aber geht wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Warum kommst du? Wo geht's auf mich los? Meine Idee, komm mal hier um die Ecke. Es funktioniert nicht und ich bin schon wieder tot, nachdem ich Stunden gekämpft habe. Das hasse ich so am meisten. Ne? Oh, Let's Play Doctor, nee, Let's Play Fallout 4. Boah, jetzt kann ich hier noch mal alle platt machen, ne? Boah. Oh, das ist so behämmert gemacht. Jetzt speichern sollen. Ja. Aber warum zieht denn der auf einmal so viel ab, ey? Okay. Es ist hier niemand. Ehrlich. Ja, super. Oh mein Gott. Boah, das gibt's doch einfach nicht. Boah, warte. Lass mich in Ruhe. Ah, wie viel, ne? Wo geht weg? Alter. Oh. Alter, ehrlich. Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Oh, wenn nur schnell durch. Ich hab Bock, hab jetzt wieder hier alles lange hier in Länge zu ziehen. Was war das? Oh. Das kriegt nicht viel Schaden, ne? Ich würde da Impulsgranaten und so einsetzen, aber was war das? Ja, warum läufst du da rein, du Idiot? Meinst du, die sind jetzt endgültig weg? Mal schauen, mach den Platz. Vielleicht ist da noch einer. Er hat keine Arme mehr, was? Schon mal. Wir sind wohl nicht allein. Boah, warum dauert das so lange, bis ich nach dem Schuss hier irgendwas machen kann? So bekommt man den Kühlmittelkreislauf aufgebaut. Aber ich wurde ja noch nicht mal von denen hier erledigt. Ich wurde von den verkackten Robotern erledigt. Weil ich richtig übel fand. Oh, da kann man nicht durch, oder? Oh, sehr gut. Anführer, okay. Boah, was? Also schnell speichern. Wird hier wieder lächerlich wert. Ah ja, zwei Treffer. Irgendwann mit ED dann wahrscheinlich. Gibt's nicht.
geschafft. Ja. Ja, warum hast du jetzt mich? Au! Verpiss dich! Irgendwie geht das schnell, wenn ich einen Nahkampfangriff dazwischen mache. So. Jetzt macht die fertig und nicht uns. Ich froh, wenn ich Level up habe, dann kann ich ein paar Sachen endlich benutzen. Bekommen. Wisst schon. Ich weiß nicht, wo Valentine ist, der macht dir irgendwas platt, glaube ich. Okay. Ich habe jetzt hier nicht so einen ganzen Müll mit, das mache ich auf Screen. Ah, da bist du aber endlich, danke. Tarnfähigkeit. Faszinierend. Ah, wo ist der Anführer? So, jetzt ist wieder ruhig, jetzt können wir speichern. Man kann irgendwie nie sehen, was das für ein Gegenstand ist. Man muss immer erst gucken. Und dann steht er immer nur so mächtig kalibriert und also was. Warum hätten sie halt nicht da hinter irgendwie hinpacken sollen? Ich werde sowieso wieder voll viele Sachen übersehen. Mit mir mal so. Oh Gott, was hast du denn für eine Waffe? Wo ist das? Erinnere mich an diese Tri-Beam Laser aus Fallout 3, die immer diese Supermutanten Überlords hatten. Die waren viel zu mächtig. Ja. Das. Kann man den Gegnern eigentlich immer noch die Waffe aus der Hand schießen? Ich glaube nicht, ne? Aber das Duell. Streuend ist das einfach nur gemacht. Ja, da wäre eine Dingens, eine Waffe. Netzrelaisspur. So. Meister? Nee. So. Verschlossen! Hm. Wo ist der Schalter dafür? Hallo. Du magst Antiquitäten, nicht wahr? Ja. Und damit kann ich wahrscheinlich das Ding öffnen, ne? Answers, kein Treffer. Nein. Careful. Korallen? Ne, hab ich jetzt nicht gedacht. So, ich brauche wieder ein paar neue Dinger. Noch mal. Mal, gib mir mehr Versuche, verdammt. Lass mir mehr Versuche geben und nicht Dinger entfernen. Ja, noch eine Klammer nirgendwo. Alter,
Also am Anfang kann man das ja auch nicht machen, weil dann kriegst du irgendwie neue Versuche. Rituals. Volumes. Keine Ahnung. Actress, boah. So blöd gerade. Pudding, so, ING, hoffentlich. Hier. Gabbing. Boah. Camping. Bin drin. So. Wir mal alle hier deaktivieren. Ist offen? Okay. So, hoffentlich hat sich das auch gelohnt. Munition. Ach, dann muss ich auch noch aufschließen. Geschafft. Nee, lass mal. Wenn ich das nächste Mal hinkomme. Also gelohnt hat sich das jetzt nicht. So, wir müssen dadurch. Was machen wir alles fertig? Ich sagen. Oh, da läuft er ja. Ach, wir sind hier, okay. Ich habe auch übrigens eine seltene Waffe gefunden, und zwar, ja, was heißt sie? Ist aber nicht sehr gut, so ein Schraubenschlüssel war da. Nee, nicht ein Schraubenschlüssel, so eine Drehzange, ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Eine Rohrzange. Eine seltene, die heißt Big Jim. Überaktive Sensoren, mehr nicht. Die habe ich dabei diesen einen Dings gefunden. Und diese ganzen, diesen Abwasserkanal, wo all diese Leute waren, die irgendwie einen einzigartigen Namen hatten. Irgendwo auf so einem Tisch lag dann cool so ein Schraubendreher. Und ja. Ich Offscreen natürlich noch gefunden erst. Also ja, ich werde sehr viel übersehen, aber ich doch alles noch mal wieder abklappern auf Screen, damit das nicht was denn, was ist denn da oben schon wieder los? Ich habe die Türme abgestellt. Ich bin doch abgestellt. Einer. Alter, ist das so eine Verarschung, ne? Kann man denn so daneben werfen von der Entfernung? Mal ganz ehrlich. Ach, das ist mein Zombie-Kerl, mein Gott. Was? Was? Hä? Einfach so piu 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 und dann war ich weg. Was zum Teufel? Was war das? Alter, ich habe noch über die Hälfte meiner KP. So. Was ist das schon wieder passiert? Und warum bist du hier? Ganz ehrlich. Du hast sie alle aufmerksam gemacht, ne? Was zum Teufel? Hey! Was zieht denn der so viel ab auf einmal? Der macht mich wohl fertig. Was ist denn das für ein Dreck? Was auch immer sie sind, ich weiß, dass sie da draußen sind. Alter, warum macht der. Warum macht der eine so viel Schaden? Frisst das. Sehe ich mal gar nicht ein, echt, dass ich so viel Schaden krieg.
Boah. Boah, ganz ehrlich, ey. Warum krieg ich so viel Schaden? Was zum Teufel hat der für eine Waffe gehabt? Also, nimm ich jetzt. Nur besser, warum bist du hier oben allein hingegangen? Ganz ehrlich. Ich habe mich voll in den Tod gerissen, der Typ. Ich glaube, wir sind nicht allein. Echt? Mark 3, natürlich Mark 3. Oh. Der Typ, ne? Ja, ist gut, Mann. Ich könnte ihn so hauen, ne? Ist in Ordnung, sagt er jetzt mir. Oh, hey, sind ja nur ein paar Leute, die mich hier so one-shotten mit ihren Waffen. Auf einmal. Aber sonst geht's mir gut. Und du bist die ganze Zeit hier bombardiert von Schüssen. Hi. So, ich fair. Haben wir alles jetzt erledigt? Ich will Level 18 erreichen und das sieht irgendwie wie eine Basis aus. Da muss doch irgendwas sein. Hallo? Bleh. So. Eine Zeitschrift oder irgendwie sowas. Komm schon. Sieht aus so wie so ein letzter Raum. Oh, die kann man sogar zumachen. Cool. Und aufmachen. Weiß aber, weiß ich nicht. Ich weiß, so ein Commonwealth, okay. Ja, aber dabei muss kühl gelagert werden. Hallo, Pistolen und Patronen. Ja. Das ist ein Ausgang von Pistolen und Patronen von Schutzwachen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Stimmt, gibt's ja auch noch. Bild. Speichern. Okay, gibt's auch für mehrere Ränge? Wo sind meine Dingens hier? Ja, cool. Das ist auch mal geil, das ist wie Gottnack der Barbaren, nur halt für Fernkampfwaffen. Warum ist hier alles verschlossen? Geschafft. Und geschafft. So, what? Okay. So, dann würde ich mal sagen, weiter rein ins Fort, sag ich mal. Haben wir da irgendwie so ein Gebiet gefunden? Ach ja, der hier noch. Weiß nicht. Meine Dinge hier einsetzen, ne? Lasermusket aber irgendwie voll blödsinnig, die mitzunehmen. Ist irgendwie nicht so gebracht bei den Gegnern hier. Aber jetzt weiß ich's ja. Sprengstoffkiste. Oh. Da ist bestimmt eine Mini-Atombombe drin.
Das wär's. Was? Ah. Ist das Ding bitte schon damit verbunden? Und der sitzt einfach und beobachtet die Szene. So. Was für ein Loop. So, wo ist jetzt nochmal der Ausgang? Ich hab den schon wieder aus den Augen verloren. Nicht, ne? Nee, okay. Der Ort hier ist echt vor die Hunde gegangen, nicht wahr? Also so wie alles im Ödland. Aber wenn ich jetzt wüsste, wo nochmal Dingen war, ne? Ich glaube hier irgendwo. Ja, okay. Gehen wir da mal rein. In den Aufzug, ja, meinetwegen. Ja, wie sehr du Aufzüge magst. Wabststock, okay. Boah, komm hier rein, ehrlich. Boah, ey, die kotzen mich so an, die Begleiter, ne? Geh jetzt da rein. Geh da rein, verdammt. Warum klappt das nicht beim ersten Mal, hä? Du gehst nicht da raus, verdammt. Du enttäuscht meine Nuka-Cola trinken. Warte mal, hier noch da unten müssen wir hin, okay. Ach, hier sind wir, okay. Was? Wir sind auch da. Boah. Da draußen ist was. Wir sind wohl nicht allein. Friss das. Ach, das trifft nicht. Oder? So. Muss auch immer nah dran gehen, ne? Mann, schubst mich doch nicht da rein. Ja, was ist da davon? Instant Karma. Ah. Boah. Junge. Super clever, warum nicht? Chem-Kühlbox. Müssen echt kühl gelagert werden anscheinend. Okay, Chemikalien, aber right away noch nicht. Doch, right away. Was zum... Melone nehme ich mal mit, weil... Wegen Anbauen nehme ich mal an. Weil ich benutze sowieso nicht. Mit den Siedlungen tue ich sowieso nicht interagieren. Warum? Warum schießt der mich auf einmal ab? Bin so gut wie tot. Boah, du. Ein bisschen schneller, wenn es geht, ey. Alter, wie viel er aushält. Ist euch normal. Warum kommt er einfach und macht uns fertig? Nein. Stahl hab ich genug. Ja, ich würde dann sagen. Boah, ist immer noch irgendwo. So. Komm ich noch. Steht da einfach hier die ganze Zeit. Cool. So. Boah. Blöd, Jan. Okay. War genug Action für diesen Part. Ich würde den Part hier beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.
geplant.